Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Format. Wie ihr unschwer erkennen könnt, baue ich hier gerade in einer Timelapse ein Gebäude. Ich habe mir nämlich vorhin gedacht, dass es doch ganz spaßig wäre, eine Stadt in Minecraft zu bauen und ich möchte euch hier einfach mal mitnehmen. Ich werde in diesem Format ein bisschen labern, informieren und Fragen beantworten. Wenn ihr Fragen stellen möchtet, tut das einfach über die YouTube-Kommentare oder schreibt mich auf Twitter mit dem Hashtag Frage für Raxo an. Das Gebäude, das ihr hier gerade seht, ist ein von mir ausgedachtes Design, das je höher es wird, immer dünner wird. Falls ihr euch fragt, welche Mods ich benutze, schaut einfach in die Videobeschreibung. Das Gebäude, das ich hier gerade baue, besteht aus Beton. Minecraft-Mods installiere ich mir im Übrigen immer über Twitch. Das ist sicher, kostet nichts und ihr könnt auch ganz einfach auf den Ordner zugreifen. Falls ihr wollt, dass ich ein Tutorial dazu mache, lasst es mich wissen. Aber back to topic. Die Stadt wird wahrscheinlich nicht sehr realistisch sein. Ich nehme einfach nur Bilder von Hochhäusern aus dem Internet und versuche, diese so gut wie möglich nachzubauen. Vielleicht habt ihr auch Vorschläge für Gebäude. Als erstes Gebäude habe ich mir das World Trade Center vorgenommen, also das neue. Die alten waren jetzt vom Aussehen her nicht unbedingt sehr interessant. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich diese Stadt entwickeln wird. Die erste Sache, auf die ich eingehen will, ist, wer hätte es gedacht, wo bleibt Noctem 3? Gute Frage. Ich weiß es leider selbst nicht so genau. Den Teaser habe ich auch mittlerweile schon runtergenommen, einfach weil es nicht mehr passt. Ich bin einfach ziemlich frustriert. Ich hatte den Anfang ja auch schon und habe ihn auch abgespeichert, aber die Macher meines Schnittprogramms dachten sich scheinbar, ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn sich das Video automatisch löscht, wenn die Ursprungsdatei weg ist. Welch grandioser Einfall. Alles ist weg, nur weil ich auf meinem PC mal ein bisschen aufgeräumt habe. Vielleicht denkt ihr euch ja jetzt, waren doch nur 20 Sekunden, das kriegst du schon wieder hin. Aber ihr unterschätzt, wie schwierig es ist, die Charaktere in-game, die Kamerafahrt und die Audiospuren gut zu synchronisieren. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es natürlich auch nicht, aber ich werde mich hoffentlich irgendwann mal für ein Wochenende ranzwingen und die Folge für euch herbeizaubern. Danach passiert dasselbe wahrscheinlich auch wieder mit Folge 4. Ich muss die Story wahrscheinlich einfach schnell durchrasen. Naja, das war's auch schon für dieses Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, gebt einen Like und ich werde versuchen, dieses Format täglich zu bringen. Bis denne!